Salam Alaikum. Mir wurde die Frage gestellt, ob es legitim sei, nachdem man ein Tauschgeschäft vertraglich abgeschlossen hat, dass man im Nachhinein das Zahlungsmittel ändert. Das heißt beispielsweise, ich habe etwas gekauft, ich sollte dafür, sagen wir, 1000 Euro zahlen. Nach einem Monat ist die Fälligkeit. Ich schaffe es aber nicht, besitze keinen Euro und möchte dafür in einer anderen Währung zahlen. Oder ein anderes Zahlungsmittel, das überhaupt kein Bargeld darstellt oder keine Währung ist. Ist das legitim? Und eine andere Frage, die damit einhergeht, ist es bei sämtlichen Tauschverträgen, ist es notwendig, dass es zu einem prompten Austausch kommt, also sofortigen Austausch zwischen Zahlungsmitteln und der verkauften Ware? Wir werden wahrscheinlich wissen, weil wir das so handhaben, dass es in der Regel nicht verpflichtend ist. Aber es gibt Situationen, in denen es notwendig ist, das heißt Aufschiebung der Zahlung oder der Aushändigung der Ware bzw. des Zahlungsmittels ist in diversen Situationen nicht erlaubt. Das wollen wir uns hier heute mal anschauen. Grundsätzlich, wie ich eben schon gesagt habe, ist sowohl der Nakd erlaubt, Nakd ist gemeint, damit meinen wir in diesem Kontext, dass man etwas prompt bezahlt, beziehungsweise dass es einen prompten Austausch kommt, sofortigen Austausch von Waren und Zahlungsmitteln. Aber auch der Ta'jil ist erlaubt. Der Ta'jil in seinen zwei Formen, ob es sich um einen Ein handelt oder um was sie als Bay-fi-Dhimma bezeichnen, also ob etwas das Zahlungsmittel individuell ist oder etwas Vertretbares ist. In beiden Fällen ist eigentlich auch der Ta'jil, das heißt die Aufschiebung die spätere Zahlung erlaubt. Es gibt aber drei Situationen, in denen das nicht legitim ist. In drei Situationen ist der sofortige Tausch verpflichtend und wird bedingt für die Gültigkeit des Tauschvertrags. Der erste Fall, wo das notwendig ist, sind einfach all jene geschäftlichen Tätigkeiten oder Kontrakte und Verträge, bei denen der sofortige Tausch bedingt wird. Hierzu gehören die sogenannten Libawiyat. Das heißt, die Sachen, die zu den, wie soll man sagen, die zu den, die Sachen, in denen Riba möglich ist. Also Zins. Nicht alle Tauschprodukte fallen in diesen Bereich. Nicht alles, was man handelt und tauscht, gehört zu den Riba-fähigen Gütern und Zahlungsmitteln. Wenn es sich um Riba-fähige oder Güter handelt, Sachen, die eben vom Riba betroffen sein können, dann ist in diesem Fall eins von zwei Dingen notwendig. Oder davon besser gesagt, in diesem Fall ist dann entweder eine Bedingung vorausgesetzt oder je nachdem, nach Umständen sind zwei Bedingungen vorausgesetzt. Wenn es sich um Riba-fähige Güter und Zahlungsmittel handelt, die gleichartig sind, dann ist einmal wird dann bedingt, dass es zu einem sofortigen, prompten Austausch kommt, also das heißt in der Vertragssitzung. Zweitens, die Menge muss identisch sein. Dasselbe Quantum muss vorgegeben sein. Das heißt, Gold gegen Gold, wenn ich Gold gegen anderes Gold tausche, muss einmal dasselbe Quantum, dieselbe Menge bestehen im Tausch und es muss eine sofortige Aushändigung stattfinden. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte in dem berühmten Hadith: Jeder bei jedem, sawa bei sawa.
يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه فبيعوا كيف شئتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث إن فشيد ما ينسوني بريفة ein aus das ist eine Variation die bei uns im Bericht wird. Er sagt Gold gegen Gold, Silber gegen Silber, Gerste gegen Gerste, Weizen gegen Weizen, Datteln gegen Datteln, Salz gegen Salz. Bei derselben Menge und der sofortigen Aushändigung. Ja, nie erlaubt. Und dann sagt er, wenn sie aber verschieden sind, dann verkauft, wie er möchte. Das heißt, auch mit Mengenunterschied. Solange es sofortig, zu einem sofortigen Austausch kommt. Das heißt, wenn die Arten unterschiedlich sind, die Produkte aber einer Riba-Kategorie angehören, darauf können wir jetzt nicht eingehen, weil die Frage nach den Riba-Kategorien, was ist das, und die subtilen Details hier, die wir in den Rahmen sprengen. Wenn man nur einen ungefähren Überblick hat, dann ist das erlaubt, dass man sie untereinander austauscht in verschiedenen Mengen, aber vorausgesetzt, es kommt zu sofortigen Austausch. Das heißt, ich kann beispielsweise Gerste gegen Weizen tauschen oder verkaufen. Ich verkaufe Gerste gegen Weizen, ich verkaufe Gerste gegen Datteln in unterschiedlichen Einheiten, aber das muss zu sofortigem Tausch kommen. Wenn es sich nicht um Riba-Güter handelt oder die Riba-Kategorien unterschiedlich sind, dann ist das nicht vorausgesetzt. Dann ist das Aufschieben des Tausches oder der Zahlung legitim. Gut, das ist eine Sache. Die zweite Sache, wo das nicht erlaubt ist, ist der sogenannte Bay-Us-Seller. Nennen wir es das Termingeschäft. Vielleicht ist der Begriff nicht ganz richtig, aber ich erkläre Ihnen einfach mal, was ich damit meine. Mit einem Bay-Us-Seller ist gemeint, dass noch nicht vorhandene Ware verkauft wird zu einem bestimmten Termin, bei Vorauszahlung der Verkaufssumme oder des Verkaufspreises. Beispielsweise, ich gehe zu einem Bauern und ich möchte 1000 Kilo Weizen, der aber noch nicht da ist. Und ich gebe ihm im Voraus, wir vereinigen uns auf einen Preis und zahle ihm den Preis, und er gibt mir einen Termin, einen ungefähren Termin, zu dem der Weizen bereitstehen wird oder er ihn mir dann aushändigt. Das ist ein Bay-Us-Seller. Beim Bay-Us-Seller wird bedingt, dass der Verkaufspreis sofort ausgezahlt wird, die Ware hingegen wird aufgeschoben. Die Auslieferung der Ware wird dann aufgeschoben. Das ist ein Bay-Us-Seller. Das ist noch nicht erlaubt, wenn man auch den Verkaufspreis aufschiebt. Das heißt, es kommt zu gar keinem Austausch. Es wird nichts ausgetauscht. Der dritte Fall, und das betrifft unter anderem Währungstausch. Das beinhaltet Währungstausch bzw. Zahlungsmitteltausch. Und zwar nennen sie das Bay-Us-Deyn bid Deyn. Bay-Us-Deyn bid Deyn. Das bedeutet, das heißt, ich habe eine Schuld. Und der Begriff Deyn ist hier nicht nur im Sinne eines Darlehens und Kredits gemeint, sondern allgemeiner. Jegliche Verpflichtungen, die ich gegenüber jemandem habe, sei es nun aus einem Tauschhandel, aufgrund von Haftungspflicht, aufgrund eines Darlehens oder was auch immer. Das heißt, ich verkaufe sozusagen die Schulden. Im Grunde genommen ist damit gemeint, dass man sie mit etwas anderem austauscht. Und das hat zwei Formen. Die erste Form ist wohl eher ein sehr seltener Fall, der die meisten von uns gar nicht betrifft, aber zwecks der Vollkommenheit, Vollständigkeit erwähne ich es mal. Und zwar, wenn wir haben Gläubiger und Schuldner. Zum Beispiel Hans und Fritz. Hans schuldet Fritz 1000 Euro. Hans schuldet Fritz 1000 Euro und Fritz hat keine Lust mehr, dem Hans hinterher zu rennen, beim Einfordern seiner Schulden. Und deswegen, es hat sich für ihn eine Möglichkeit ergeben, ein Dritter, ein Außenstehender, bietet dem Gläubiger, also dem, der das Geld verlangt, er bietet ihm an,
Er sagt hier, diese 1000 Euro, die du, die dir zustehen, 1000 Euro Schulden, die die Person dir gegenüber hat, verkauf mir die oder tausch das mit mir. Ich gebe dir mal 100 Kilo Reis und diese 1000 Euro stehen dann sozusagen mir zu. Ich sehe dann zu, wie ich sie von ihm kriege. Das ist nicht erlaubt. Das ist, im Madhab der Hanabila ist das nicht erlaubt. Egal unter welchen Konstellationen und Umständen. Die zweite Situation ist, dass es zu einem Tausch kommt zwischen Gläubiger und Schuldner. Das heißt, Masalan, Said schuldet Ahmed 2000 Euro. Said, dann kommt der, es kommt der Verfallstag und Ahmed kommt zu Said, um sein Geld zu holen. Und Said sagt, ich habe kein Geld, ich habe keine Euros. Aber ich kann dir anstelle der 2000 Euro, war es 2000 Euro, weiß ich gar nicht mehr, anstelle der 2000 Euro kann ich dir Dollar geben. Ich habe nur Dollar. Oder ich gebe dir 2 Kilo Silber. Ist das erlaubt? Das ist die Frage. Und die Antwort ist, das ist erlaubt, wenn zwei Bedingungen erfüllt worden sind. Wenn zwei Bedingungen erfüllt worden sind, dann ist es erlaubt. Erstens, es passiert zum, also beim Verfallstag und beim Tag, an dem sie dann den Tausch machen, zum Tagespreis. Es wird zum Tagespreis gemacht. Zweitens, der Tausch erfolgt prompt und sofort in dieser Sitzung. Das heißt, es gibt keine weiteren Aufschiebungen und späteren Zahlungen. Es muss dann in dieser Sitzung passieren, sodass sie beide auseinandergehen und keine Verpflichtungen mehr, es keine Verpflichtungen mehr gibt. Und dies sehen wir unter anderem in der Hadith, der bei den fünf überliefert wird, bei Ahmed, bei Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nasai, Ibn Majah und anderen. Im Hadith von Abdullah ibn Umar, er sagt, kunna nabi'u al-ibil bid-dawahim, fana'khudu anha dananir. Er sagte, wir pflegten Kamele gegen Dirham zu verkaufen, nahmen aber dann an Stelle des Dirham im Nachhinein doch dananir, also den Dinar. Und umgekehrt. Und dann fragten wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam und dann sagte er, la ba'sa an ta'khudaha bi si'ri yawmiha. Es ist kein Problem, es ist in Ordnung, wenn dass du sie nach entsprechend des Tagespreises nimmst und solange ihr nicht auseinandergeht und noch irgendwelche Verpflichtungen da sind. Das sind die zwei Bedingungen. Wenn das gegeben ist, ist diese Form von Tausch, Zahlungsmitteltausch, legitim. Kleiner Zusatz noch zu dem Tagespreis. Also nehmen wir an, ich schulde jemandem 1000 Euro. Und heute ist Zahltag, ich habe keine Euro, ich habe den Dollar. Und 1000 Euro machen nach dem heutigen Tageskurs 1500 Dollar. Ich dürfte ihm jetzt, wenn man damit einverstanden ist, kann ich ihm anstelle der 1000 Euro heute 1500 geben. Bedingt er aber beispielsweise, dass er hierfür, nehmen wir an, 1600 möchte, also 100 Dollar mehr, dann ist das nicht legitim, denn ich darf hier keine Gewinne machen. Bei diesem Tausch darf ich keine Gewinne machen, denn ich hafte nicht. Man darf nur Gewinne machen an den Dingen, für die man auch haftet. Dementsprechend ist das nicht legitim, das ist gemeint mit dem Tagespreis.